Jetzt haben wir hier nichts anderes zu tun. Also der kann wieder 50 sein. Das war's.
Ja, die Berufsfeuerwehr Köln wurde gegen 21.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A4 Fahrtrichtung Olpe bei Klettenberg alarmiert. Als wir eintrafen mit den Kräften der Feuerwache Lindenthal und Marienburg, stellten wir fest, dass ein LKW umgestürzt war, der mit tiefgefrorenem Fleisch beladen war. Wir fanden in einer Entfernung von ca. 50 Metern vor und hinter diesem Fahrzeug jeweils einen beteiligten PKW. Insgesamt waren in den drei Fahrzeugen 11 Personen plus einige Zeugen und es gab 3 Verletzte. Niemand war eingeklemmt, 2 Verletzte waren in der Kategorie grün, das bedeutet leicht verletzt, 1 Verletzter war in der Kategorie gelb, also mittelschwer verletzt. Alle wurden durch den Notarzt gesichtet und kamen dann ins Krankenhaus. Die Polizei hat mittlerweile mit ihrem VU-Team die Ursachenermittlung aufgenommen und soeben die Einsatzstelle freigegeben, sodass unser Rüstzug jetzt den umgestürzten LKW wieder auf die Räder stellen kann, damit er dann von einem Bergungsunternehmen wegtransportiert werden kann und die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann. Das heißt, da kommt jetzt auch der Feuerwehrkran zum Einsatz? Da kommt jetzt auch der Feuerwehrkran zum Einsatz, der grundsätzlich bei allen schweren Verkehrsunfällen, insbesondere auf der Autobahn, mit dabei ist. Hier war er nicht zur Menschenrettung erforderlich, aber er kann jetzt dazu beitragen, dass die Fahrbahn schnell wieder freigegeben werden kann. Mein Name ist Bernhard Klug, ich bin bei der Autobahnpolizei in Frechen. Ja, heute Abend ist es hier auf der A4 in Höhe der Anschlussstelle Klettenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen in Fahrtrichtung Olpe. Ein PKW stand auf dem Seitenstreifen oder fuhr langsam auf dem Seitenstreifen, das wissen wir noch nicht genau, und wollte wieder auf den Fahrstreifen wechseln. Ein dort fahrender Klein-LKW, ca. 7,5 Tonnen, kollidierte mit diesem PKW und durch Ausweichbewegungen und durch die Kollision kam er letzten Endes auf der Seite zum Liegen. Wir mussten die Fahrtrichtung Olpe komplett sperren, damit der Kran aufgestellt werden konnte, mit dem der LKW dann wieder auf die Räder gestellt wurde. Wir haben insgesamt 3 Verletzte zu beklagen. Das sind 2 Leichtverletzte und der LKW-Fahrer ist schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Wie wurde hier die Unfallaufnahme gemacht und wie lange war jetzt die Autobahn insgesamt gesperrt? Ja, die Unfallaufnahme wurde durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln unterstützt. Die Autobahn war, wenn ich jetzt mal schätzen soll, ca. 4, ne, muss gucken, 22, ca. 2,5 Stunden gesperrt.